Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Besucherinnen, liebe Besucher, anlässlich unseres Tages der offenen Tür 2012. Ich bin, wie man hier schon sieht, aufgrund dieses zufällig im Blickfeld befindlichen Scherzschildes Psychiater. Und seit 28 Jahren nun der ärztliche Leiter am Therapiezentrum in Ibs an der Donau. Ich möchte Ihnen etwas über die Psychiatrie in Ibs erzählen. Ich möchte Ihnen aber auch ein bisschen etwas über die Geschichte der Psychiatrie in Ibs erzählen. Anlass ist, dass wir in diesem Jahr das 195. Jahr Psychiatrie in Ibs begehen. Sie werden nicht ganz zu Unrecht fragen, warum wir da nicht noch 5 Jahre warten und dann zum 200. Psychiatrischen Geburtstag des Therapiezentrums Ibs eine Veranstaltung machen, das werden wir sicher auch. Nur ich und vielleicht auch die eine oder andere Person noch werden vielleicht in diesen 5 Jahren, ich ganz bestimmt, bereits im Ruhestand befindlich sein. Und nehmen wir 195. 195 Jahre heißt, wir gehen mit dem Beginn der Psychiatrie in Ibs zurück in das Jahr 1817. Meine Geschichtskenntnisse orten irgendwo da in der Nähe den Wiener Kongress. Das zu Ende gehen der napoleonischen Herrschaft, medizinisch und wissenschaftlich gesehen, befinden wir uns 1870, 17, etwa in den ersten 50 Jahren dessen, was in Österreich von Joseph II. Gebracht wurde, von Joseph II. Eingeführt wurde, nämlich dem Zeitalter der Aufklärung. Eine neue Periode wissenschaftlichen Umgehens mit der Welt, während doch bis dahin ein eher klassisch, theologisch, moralisches Umgehen ein übliches war. Und diese Aufklärung hat dann nicht nur viele Gesetze verändert, nicht nur die Folter abgeschafft, sondern auch große Veränderungen in der Behandlung psychisch Kranker, wie man sie damals nannte, irrer Menschen gebracht. Psychisch Kranke oder eben nach der dortigen Diktion irre Menschen sind damals wie alle anderen Randgruppen der Gesellschaft. Das waren Unterstandslose, das waren Leute ohne festen Wohnsitz, die umherzogen, das waren Leute, die sich gegen die Gesetze vergingen, und das waren auch Leute, die ein abnormes, das heißt in der Gesellschaft nicht erwartetes, ängstigendes Verhalten an den Tag gelegt haben. Mit diesen Randgruppen wurde hier gemeinsam umgegangen, in irgendwelchen
Versorgungshäusern oder Zuchthäusern, wie sie damals auch hießen. Und so wurden auch psychisch Kranke, wenn sie nicht zu den sogenannten ruhigen Irren gehörten, damals in Institutionen von sogenannten Zuchtmeistern oder Wärtern gefesselt, geknebelt oder auch durch Körperstrafen versucht, zu einem anderen, einem angepassteren Verhalten sie zu bringen. Und das hat unter Josef II. In Österreich plötzlich aufgehört. Es hat dann auch aufgehört in Irrenanstalten für geringes Entgelt Führungen für interessierte Bürgerinnen und Bürger zu veranstalten, so ähnlich wie Führungen durch einen Zoo. In Wien ist hier der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts errichtete Narrenturm im Wiener AKH erstes Zeichen dieser neuen Zeit gewesen. Dieser Narrenturm steht heute noch und wegen seiner runden Form, die in der Mitte einen Auslass, sozusagen einen Innenhof hatte, wurde das sofort als Kaiser Josefs Gugelhupf bezeichnet. Ich kann mich noch erinnern, meine Großelterngeneration sprach, wenn jemand ein auffälliges Verhalten zeigte, der gehört in den Gugelhupf. So war also für die Betreuung tobender Irrer, die also einen, man würde heute sagen, Bedarf an zumindest zeitweiliger Freiheitsbeschränkung hatten, diese Versorgungsstruktur war errichtet und es fehlte eine Versorgungsstruktur für ruhige Irre, für Leute, die sozusagen versonnen vor sich hingesponnen haben und aufgrund ihrer Erkrankung aber dann trotzdem nicht in der Gesellschaft leben konnten. Und da ist 1817 ein erster Transport solcher Patienten, würden wir heute sagen, von Wien aus in die damals neu gegründete niederösterreichische Irrenanstalt in Ips an der Donau gekommen. Seltsamerweise ist also Ips hiemit nach dem Narrenturm im Wiener AKH das zweitälteste durchgehend als Psychiatrie und das einzige auch heute noch als Psychiatrie genutzte Gebäude. Und ich glaube nicht, dass uns die 200 Jahre dann in Österreich irgendjemand so leicht nachmachen wird. Ips an der Donau hat als Standort für Psychiatrie sich sehr früh, nämlich wenige Jahrzehnte später, durch den damaligen ärztlichen Leiter Ritter von Spurzheim eine internationale Bedeutung erlangt.
Es gab damals als erstes die Bewegung weg von den Fesseln. Auf Englisch hieß das Reliance-Bewegung. Und das erste war eben, dass hier mit dem Quälen, dem Züchtigen und dem Einsperren und Fesseln vom psychisch Kranken aufgehört wurde. Von Spurzheim hat aber noch eine zweite Sache in seiner Amtszeit eingeführt, nämlich anstelle dieser Maßnahmen medizinische Behandlungen, natürlich nach dem damaligen Stand der Wissenschaft. Aber manche Dinge würden wir heute noch anwenden. Zum Beispiel wissen wir heute, dass ein angenehm warmes, wohlduftendes Bad, Vollbad, sehr zur Beruhigung des Nervensystems beitragen kann. Und viele von uns nutzen dies als Hausmittelchen auch heute noch. Auf den medikamentösen Sektor schaute man damals natürlich noch bei weitem nicht so gut aus. Hier machen wir einen großen Sprung. Da gab es dann schon die anderen niederösterreichischen Landesirrenanstalten. Am Steinhof, in Klosterneuburg, in Maueröhling. Und damals wurde dann Anfang der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts auch das erste Mal an einen österreichischen Arzt ein Nobelpreis für Medizin verliehen. Das ist der große Wagner Jaurek gewesen, der in einer befruchtenden Meinungsverschiedenheit mit dem zweiten Eckpfeiler der Psychiatrie in Österreich, mit Sigmund Freud, als erstes eine tatsächlich nachweislich wirkende Behandlung einer psychischen Erkrankung eingeführt hat, nämlich die Malaria-Fieber-Therapie bei der progressiven Paralyse. Ips an der Donau war eine zunächst von vier niederösterreichischen Landesanstalten nach der politischen Trennung der Bundesländer Wien und Niederösterreich kam Ips als wahrscheinlich näherliegende Anstalt zu Wien, während Niederösterreich sich die in Maueröhling und in Klosterneuburg behalten hat. Ips und Maueröhling liegen ja nur 20 Kilometer auseinander, sodass zwei niederösterreichische Anstalten in solcher Nähe wohl nicht sinnvoll gewesen wären. Ich gehe in der Geschichte dieses Hauses sehr schnell weiter. Es ist ein Kapitel, das wir mit Ernsthaftigkeit und mit Trauer begehen müssen. Die Zeit des Nationalsozialismus, die Zeit, als ein lebensunwertes Leben für manche behinderte und kranke Menschen einfach angenommen wurde. Wir dürfen nicht darüber hinwegsehen,
dass in Österreich ebenso wie in Deutschland die Vorübungen für die Shoah, die Vorübungen für die massenhafte Tötung von Menschen in Konzentrationslagern damals ein, zwei Jahre vorher, 40 bis 42, in Psychiatrien gemacht wurde. Es gebietet sich an dieser Stelle insbesondere auch jenen hilflosen Menschen zu gedenken, die sich wohl zumeist in der Hoffnung, Geborgenheit und medizinische Unterstützung zu bekommen, hier an Anstalten gewendet haben, die dann letztlich den Transport hin in Vernichtungsinstitutionen organisiert haben. Entsprechend leer war das Krankenhaus Ips nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Zunächst als Lazarett, später als Kindererholungsheim. Eingesetzt wurde es Ende der 40er Jahre, wiederum ein psychiatrisches Krankenhaus der Stadt Wien. Wir haben uns damals in der Zeit befunden, als wir zwar auf der einen Seite bereits medikamentös recht gut behandeln konnten, auf der anderen Seite aber die Erkenntnis, dass eine Erkrankung wie eine psychische Erkrankung im sozialen Umfeld stattfindet und daher das soziale Umfeld einen vorherbestimmenden Faktor für das Auftreten einer psychischen Erkrankung darstellte, ja, diese Erkenntnis, die wir später Sozialpsychiatrie genannt haben, hat damals noch nicht bestanden. Das führte dazu, dass viele Menschen mit psychischen Erkrankungen einfach in Anstalten verblieben. Die Entlassung war davon abhängig im Wesentlichen, ob die Angehörigen bereit waren, den manchmal doch auch verhaltensmäßig sehr auffälligen Patienten wieder nach Hause zu nehmen. So standen wir Ende der 70er Jahre in Wien mit der ungeheuerlichen Zahl von fast 7000 institutionell untergebrachten psychisch Kranken da. Die Baumgartnerhöhe war genauso wie das Nachfolgekrankenhaus hier in Ips an der Donau, das im Wesentlichen eine Pflegeeinrichtung für chronisch psychisch Kranke war. Diese Auslastung betrug weit über 100%. Insbesondere auf der Baumgartner Höhe im 14. Bezirk gab es Dutzende von Notbetten
von Erdlagern, um dem Überbelag in irgendeiner Form Herr zu werden. Das war die Situation, als ein großer und richtungsweisender Kommunalpolitiker in Wien, der Stadtrat für Gesundheit und Soziales, Professor Dr. Alois Stacher, sich dieser Sache annahm und obwohl selbst Internist und für Bluterkrankungen zuständig, sich Jahre hindurch politisch vordringlich um die Psychiatrie gekümmert hat. Und nun hat man gesehen, was alles daraus werden kann, wenn das Auge der Bevölkerung auf dieses Problem hingelenkt wird. Es ist eine Wiener Psychiatriereform erfolgt, im Gezuge derer auf der Baumgartner Höhe letztlich von 2500 Betten waren das zum Schluss, nur etwa 400 übergeblieben sind. In Ips an der Donau wurde 1989 mit Beschluss des Wiener Gemeinderates das Therapiezentrum Ips gegründet. Die Psychiatrie in diesem Therapiezentrum Ips hat dann nur mehr 145 Therapieplätze gehabt. Der Rest waren dann ein Geriatriezentrum der Stadt Wien, also ein allgemeines Pflegeheim und ein sozialtherapeutisches Zentrum. Weil jetzt kann ich schon von uns sprechen, die wir damals gemeinsam an der Reform dieses Hauses beteiligt waren, haben einige Grundsätze hier zu verwirklichen versucht und das ist uns auch gelungen. Wir haben auf Freiwilligkeit gesetzt. 99% unserer Aufnahmen seit mehr als 2 Jahrzehnten sind völlig freiwillig zu uns gekommen, weil sie bei uns spezielle Behandlungen suchten. Wir haben seit 1988 keine versperrte Türe mehr in diesem Krankenhaus. Alle Stationen sind geöffnet und die Klientinnen und Klienten können die Stationen frei verlassen. Nachdem die Wiener Psychiatrie, was die akute Versorgung der Bundeshauptstadt anbetroffen hat, in Regionen eingeteilt war, in 8 Teilregionen, die jeweils sozialpsychiatrisch mit einem Ambulatorium und im jetzt Otto-Wagner-Spital genannten Steinhof auf der Baumgartner Höhe oder in anderen Spitälern im Kaiser-Franz-Josef-Spital im Sozialmedizinischen Zentrum Ost Regionalabteilungen zur Verfügung hatten. Dass wir hier in Ips keine Konkurrenz machen können, war uns klar. Und so entwickelte sich in der Zwischenzeit das Krankenhaus in Ips in 2 Richtungen. Erstens einmal in die Richtung der Suchtklinik.
Klinik neben den Depressionen ist die Alkoholsucht die verbreitetste Krankheit, psychische Krankheit hier bei uns in Österreich mit gut und gern 350.000 manifest betroffenen Personen. Wir haben uns in den letzten 25 Jahren dieser Erkrankung besonders angenommen und Spezialangebote für praktisch jedes Stadium der Alkoholkrankheit entwickelt. Seit einigen Jahren dürfen wir auch gemeinsam mit dem Verein Sucht und Drogen Wien für rauschdrogenabhängige jüngere Erwachsene Angebote erstellen, die in Abstimmung mit den dortigen ambulanten Diensten in Anspruch genommen wird. Wir werden in einem Monat etwa eine Station entwickeln, die sich erstmals auch mit nicht stoffgebundenen Süchten beschäftigen wird, insbesondere mit der Spielsucht. Es gibt aber noch andere nicht stoffgebundene Süchte, wie zum Beispiel die Arbeitssucht. Wir werden hier, nachdem wir uns auch in den letzten Jahrzehnten an der Spitze der Reformbewegung der österreichischen und Wiener Psychiatrie befunden haben, weiterhin an der Spitze uns befinden mit den modernsten Angeboten für die heute brennendsten Probleme. Das Geheimnis unseres Erfolges ist das Milieu, die humanistische Grundeinstellung, nicht nur der hier tätigen Ärztinnen, Ärzte, Therapeutinnen, Therapeuten, sondern diese Grundeinstellung prägt, darf ich stolz sagen, das ganze Haus bis hin auch zu den Menschen, die nicht in der direkten Patientenbetreuung eingesetzt sind. Unser Leitmotiv heißt persönlich, partnerschaftlich und integrativ. Persönlich heißt, wenn Sie zu uns kommen, wenn Sie von uns etwas wollen, wenn wir etwas für Sie tun dürfen, dann können Sie sicher sein, nicht als Diagnoseträger, sondern als der Mensch, der Sie sind, als Mensch mit einer individuellen Geschichte, mit persönlichen Vorlieben und Ausprägungen, hier gesehen und willkommen geheißen werden. Wir halten uns nicht an ein sklavisches Modell wie nur Analyse, nur Verhaltenstherapie, nur Medikamente. Wir versuchen integriert, das heißt zusammengefügt, alles anzubieten, was nach moderner psychiatrischer Ansicht Patienten helfen kann. Und da ist es heutzutage nicht mehr die Frage, Medikamente oder Psychotherapie, Verhaltenstherapie oder Psychoanalyse, Arbeitstherapie,
Beschäftigungstherapie, Kreativtherapie oder ein Antidepressivum. Wir wissen heutzutage, dass ganz abhängig von der persönlichen Situation des Menschen ein jeder Mensch eine andere Kombination der üblichen State-of-the-art durchgeführten und von uns natürlich gelernten und gekonnten Therapieangebote bedarf. Oft ist es besser, mit einem Medikament zu beginnen und später mit Psychotherapie fortzusetzen. Medikamente und Psychotherapie helfen bei der Depression zum Beispiel gleich gut. Nur ist die medikamentöse Wirkung rascher. Dafür ist die Wirkung der Psychotherapie nachhaltiger. Und so ergeben sich stets individuelle Behandlungsprogramme, die sich dadurch auszeichnen, dass sie eben eine Zusammenfassung, eine Vielfalt von Angeboten darstellen. Und partnerschaftlich ist mir ein besonderes Anliegen. Es ist mir ein besonderes Anliegen, dass unsere Patientinnen und Patienten und wir, die wir hier als Profis im Gesundheitssystem, als Health Professionals arbeiten, dass wir gleich groß sind. Merken Sie sich bitte eines: Über alles, was uns drängt, was die sogenannten Gesunden und die sogenannten Kranken voneinander scheidet, all diese Unterschiede sind vollkommen nebensächlich gegenüber dem, was uns miteinander verbindet. Wir sind Menschen. Und Psychiatrie beginnt, dass ich als Mensch jedem anderen Menschen den gebührenden Respekt als Mensch entgegenbringe. Und das ist auch das, was ich selbst für mich in Anspruch nehmen möchte. Alle erworbenen und verliehenen Titel sind dagegen Schall und Rauch. Voraussetzung für professionelles Handeln in der Psychiatrie ist, dieses partnerschaftliche Prinzip anzuerkennen. Wir sind Partner unserer Klientinnen und Klienten, weil wir bieten das entsprechende Behandlungsprogramm medikamentös, milieumäßig, aber insbesondere auch psychotherapeutisch an. Damit sind die Patienten unsere Partner. Wenn das, was wir raten, vom Patienten nicht befolgt wird, ja, ich kann dann tun, was ich will. Ich werde keinen Erfolg haben können. Denn den kann ich nur haben, wenn der Patient und ich eine vorübergehende, genormte Beziehung eingehen, in der sich eben dann Veränderung abspielen kann.
Und der Patient ist also unser Partner. Und wir sind Partner des Patienten. Jeder Mensch, der zu uns ins Therapiezentrum Ips kommt, möchte etwas. Möchte etwas verändern. Möchte, dass in seinem Leben etwas friktionsfreier zu laufen beginnt, als es früher lief. So unterstützen mich meine Patientinnen und Patienten als meine Partnerinnen und Partner bei der Durchführung psychiatrischer Behandlungen. Und genauso bin ich nun Partner jener Patienten, die für sich festgelegt haben, welches Ziel sie anlässlich der psychischen Erkrankung, anlässlich dieses Zusammenbruchs, den die Menschen erlitten haben, welches Ziel sie hier formuliert haben. Der Patient ist uns Partner unseres Tuns als Behandeln und wir sind Partner unserer Patienten, um diesen jene Entwicklung zu ermöglichen, die unsere Patientinnen und Patienten sich wünschen. Das ist die Botschaft des psychiatrischen Krankenhauses in Ips an der Donau. Wir versuchen auf weitestgehend freiwilliger Basis unsere Klientinnen und Klienten dazu zu motivieren, ein Leben in größerer Achtsamkeit, ein Leben in Eigenbestimmung, aber auch ein Leben in Freude und gesellschaftlicher Eingegliedertheit zu führen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Besucherinnen und Besucher, ich habe es, glaube ich, ein bisschen lang gemacht. Wenn ich aber jetzt das, was ich gesagt habe, überdenke, dann möchte ich doch drauf kommen und vermerken, dass es mir ein Anliegen ist, ein ganz wichtiges Anliegen, die Psychiatrie, ein Fach, das noch nicht die entsprechende Lobby in unserem Gesundheitswesen vor allen Dingen hat, zu unterstützen. Ich möchte an dieser Stelle allen Patientinnen und Patienten unseres Hauses alles Gute zu einem neuen Lebensweg wünschen. Und ich bedanke mich zum Schluss bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.